Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch mal zeigen, wie man einen alten GameCube-Controller wieder einigermaßen schick und in Ordnung bringt. Bin auf eBay über ein schönes Angebot gestoßen. Sehr günstigen Nintendo GameCube Wavebird-Controller. Das waren die ersten kabellosen, oder sind eigentlich die einzigen originalen kabellosen GameCube-Controller gewesen. Sind mittlerweile extrem teuer. Und da war ich froh, dass ich hier auf dieses Schnäppchen gestoßen bin. Leider, wie man sieht, ist der Controller arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Analogsticks sind angefressen. Hier fehlt komplett die Gummibeschichtung. Aber das soll uns nicht daran hindern, das Teil zu reparieren, weil die Analogsticks kriegt man relativ günstig übers Internet nachgekauft. Das einzige Problem bei der Sache ist, mal wieder die schönen Nintendo-Schrauben, wie wir hier sehen, oder nicht, brauchen wir einen speziellen Schraubenzieher. Das ist ein dreiflügeliger Schraubenzieher für die Nintendo-Geräte, beziehungsweise eigentlich für die Controller. Wo die noch verbaut sind, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, die gibt es relativ günstig auch zu kaufen. Teilweise sogar als Reparaturset zu den Kappen mit dazu. So, dann schauen wir mal in das gute Stück rein. Ein Großteil der Schrauben habe ich schon entfernt, damit das Ganze nicht zu sehr hier in die Länge gezogen wird. Leider musste ich feststellen, dass diese und diese Schraube hier unten beschädigt sind. Also die Schrauben selber sind nicht beschädigt, aber die Stellen, in denen die reingeschraubt werden, sind defekt. Da werden wir mal schauen, ob wir die auch einigermaßen repariert kriegen. Wichtig ist, am besten schön vorsichtig öffnen, sachte nach oben abziehen, damit die ganzen Tasten drinnen liegen bleiben. Wie wir sehen, kommt hier auch schon die erste Plaste rausgefallen. Hier zu sehen, die zwei defekten Schrauben. Hier und hier. Da werden wir mal sehen, ob wir das vielleicht neu eingeklebt bekommen. Ansonsten sehen wir hier die zwei Analogsticks, die defekten. Oder was heißt defekten? Unschön. Die kann man ganz einfach abziehen. Vorsichtig hier ein bisschen Druck ausüben, weil die ganze Platine ist nur eingesetzt mit einem Kabel. Einfach den Stick abziehen. Dann schauen. Verdrehen kann man sie auch nicht. Die haben eine Einbaurichtung. Aufsetzen. So, diesen hier auch vorsichtig entfernen. Wie wir sehen, ist hier so eine kleine Kerbe hier oben. Sieht man jetzt schlecht. Damit kann man die eigentlich nicht verkehrt rum einbauen. Aufsetzen. Dann schauen wir mal, dass wir die Schraubanschlüsse noch gelöst kriegen. Dazu eine kleine Zange, Pinzette. Ich nutze dazu eine Arterienklemme. Damit können wir versuchen, die Kunststoffstücke festzuhalten. Einrasten lassen. Vielleicht kriegen wir die Schrauben dann doch noch gelöst. Das fühlt sich gut an. So, schon ist die Schraube raus. Und wir haben das kleine Kunststoffteil fest. Das werden wir jetzt versuchen, wieder auf den Controller aufzukleben. Dafür nehme ich einfach einen Sekundenkleber. Ich hoffe, dass es klappt. Falls es nicht klappen sollte, dann fehlen die Schrauben halt. Aber im Endeffekt hätten sie so oder so dann auch bloß gefehlt. Einen kleinen Tropfen Kleber ran. Aber wir können mal noch eine Pinzette dazu nehmen. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher. Beim Aufsetzen. Ein klein bisschen Kleber. Na, nun komm. So. Dann müssen wir schauen, dass wir die passende Position wiederfinden. So. Mal schauen, ob das... Nee, das passt noch nicht so ganz. Hier ist noch ein Luftspalt. Bin ich jetzt auch auf... Ich bin auch auf der falschen Seite. Wir müssen ja sehen, das Ganze ist ja jetzt wie gespiegelt. Ich sehe das Ganze hier nur durchs Kameradisplay. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Ja, mit der Pinzette ist das Ganze recht schwierig.
So, aber das sieht doch schon mal, naja, nicht ganz toll aus. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Ah, das Ganze ist jetzt schon an der Pinzette festgeklebt. So richtig schön funktioniert das leider nicht, wie ich mir das gedacht habe. Obwohl, jetzt, das sieht gut aus. Ich versuche mal ein bisschen rein zu zoomen in die Sache, dass ihr es vielleicht besser erkennen könnt. Der Autofokus. So, das wäre Nummer 1. Das sitzt schon mal relativ gut. Während das trocknet, kümmern wir uns erstmal um Nummer 2. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen schlechter ran. Zumindest mit der Arterienklemme. Können wir die Platine ein bisschen anheben? Nee, leider nicht. Doch, doch, geht. Wunderbar. Jetzt heben wir die ganze Sache an. Setzen die Klemme hier gegen. Das ist immer schön, die spannt sich selber, wie wir sehen. Wie wir jetzt hier sehen. Hält das Ganze auch ganz gut. Jetzt können wir den Controller auf die Seite drehen. Und ganz einfach die Schraube lösen. Und haben damit das Stück Plaste wieder in der Hand. Jetzt müssen wir es hier bloß noch vorsichtig rauskriegen, ohne die Platine zu beschädigen. Na komm raus, da haben wir es. Hier ist das gute Stück. Jetzt versuchen wir das auch nochmal wieder einzukleben. Dazu nehmen wir wieder unsere Pinzette. So. Klein wenig Kleber ran. Ich versuche hier nebenbei so ein bisschen an der Kamera vorbeizuschielen, aber das klappt auch mehr schlecht als recht. So. Hier ist die hohe Kante. Haben wir es natürlich jetzt genau falsch rum eingespannt. Wir setzen die ganze Sache erstmal ab. Versuchen mal umzugreifen. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, dass der Autofokus auch ein bisschen mitspielt. Na, so richtig schön sieht das noch nicht aus. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter in die Richtung. So, so, das sieht doch super aus. Dann warten wir jetzt mal einen Moment, dass die ganze Sache trocknen kann. Oh, das ist ein bisschen verrutscht hier drüben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah, ist schon fest. Gut, dann haben wir da wohl keine Chance, weiter was zu korrigieren. Dann kümmern wir uns weiter um den Controller. Der sieht so an sich ganz gut aus. Wichtig ist, verstellt hier nicht den Start-Select-Button, ist das, glaube ich. Weil sonst könnte es beim Zusammenbau Probleme geben. So, die Gummis könnte man jetzt noch reinigen, aber die sehen eigentlich noch echt gut aus, hintenrum auch. Dann legen wir die schon mal wieder auf. Ich hoffe, so rum. Das scheint hier so ganz gut zu passen. So, ich werde die Aufnahme jetzt kurz unterbrechen, damit der Controller in Ruhe trocknen kann und danach bauen wir den wieder zusammen. So, 20 Minuten sind jetzt in etwa vergangen und wir werden jetzt mal schauen, ob wir den Controller wieder halbwegs zusammenkriegen. Das Pad liegt, das liegt, Analogsticks sind dran, funktionieren auch, hoffe ich. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Ganze, aber wir versuchen mal, das anders zusammenzubauen, dass uns nicht die ganzen Tasten rausfallen. Jetzt legen wir das Pad lieber hier ein. So richtig schön will das nicht klappen. So, so sieht das Ganze gut aus. Jetzt müssen wir versuchen, den Controller da halbwegs wieder einzufädeln. Ja, unsere Klebestellen halten noch. Zumindest sitzen sie noch da, wo sie sollen. Die werde ich auch jetzt noch nicht anschrauben, erst später.
Aber ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen, wie man Schrauben anzieht. Wir setzen jetzt auch bloß ein, zwei Schrauben an. Den Rest mache ich nach der Aufnahme, beziehungsweise außerhalb der Aufnahme. So. Hier noch eine zweite Schraube. So, dann wären wir auch schon so gut wie am Ende des Videos. Macht natürlich gleich viel besseren. Sticks sind wieder dran. Alle Knöpfe funktionieren. On, off auch. Können ja Batterien nochmal einsetzen, um zu gucken, ob noch alles funktioniert. Beziehungsweise wenigstens ein paar Lämpchen angehen. Und schon haben wir hier einen wunderschönen Schnapper gemacht. Power? Ah, jetzt. Hätten wir vielleicht auch mal reinigen können, aber scheint zu funktionieren. Knöpfe gehen alle. Gut, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.